Pinselhibiskotten, guter Rum und eine Silikonpinsel. Ich habe da unten das Ei klar und da habe ich die Eidotter. Und das mixen wir jetzt jeweils mit der Hälfte von Zucker ungefähr. Mit der restlichen Zuckermenge. Das ist etwas braun, weil ich Zuckerrohrzucker verwendet habe. Das sollte wirklich steif sein, dass man dann eine schöne Konsistenz bekommt. Gut verrühren, damit es keine Klumpen bindet. So. In diese Mascarpone Eier Zuckercreme heben wir jetzt diesen geschlagenen Schnee vorsichtig unter. Gut ist ein Fleischmesser, ja, was noch ein bisschen nach oben geht, weil da kann man dann die Hand aufsetzen und ganz gemütlich. Und jetzt nehme ich ein bisschen Mannerschnitten. Man schneidet es einfach so in solchen Teilen runter. Zack, zack, alles erledigt. Ja. Ich demonstriere die Dekoration bei einem, weil die restlichen sind noch nicht zufällig.